Ja, hallo und willkommen zurück zu Bioshock. Ja, bei mir ist es gerade kurz vor 0 Uhr. Ich habe keine Ahnung, was ich für Spielzeiten habe. Aber irgendwie hatte ich jetzt mal gerade richtig viel Bock, Bioshock zu spielen. Also ich werde es einfach mal so aufnehmen, wie ich gerade Lust habe. Und dann werdet ihr sehen, was für Parts rauskommen. Welche nicht rauskommen, ne? Habe ich da noch was Lustiges heute zu erzählen in diesem Part. Und zwar habe ich ja jetzt mein Smartphone endlich mal zum Laufen bekommen, beziehungsweise O2 hat es jetzt endlich mal gepackt, mir meine SIM-Karte zu schicken, Daisy nachdem. Sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. Ja, irgendwie verpasse ich das immer auszurüsten und ich weiß leider auch nicht mehr, wie es geht. Auf jeden Fall, wir waren stehen geblieben bei meiner SIM-Karte. Und da ist auf jeden Fall einiges schief gelaufen. Aber jetzt habe ich sie endlich. Und da habe ich natürlich jetzt auch WhatsApp. Was ist mit dir los? Hallo? Wir sind außerhalb des Kampfes. Die sieht ja mal ziemlich geschockt aus. Ah, alles ist vorbei. Okay. Oh, geht's dir nicht gut, Elizabeth? Oh. Oh. Wo waren wir? Bei meinem Smartphone und ich hatte irgendwie bei einem Kumpel die Handynummer aufgeschrieben, nur hatte ich eine Zahl falsch, ja, wirklich. Ich hatte anstatt einer 4 habe ich eine 5 geschrieben und dadurch habe ich eine andere Person auf WhatsApp bekommen. Die habe ich dann angeschrieben mit Die sind Hi. wie Oh. füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Okay. Auf jeden Fall habe ich die dann angeschrieben mit Hi. Oh, was haben wir denn hier? Hi, kommst du? Melvin? Mr. Lin? Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht. Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber. Ja, dann geben wir mal ins Telefon. Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Tja, wir machen alles komplizierter. Ah, stopp, 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 stopp. Ah, ja. Sind das böse? Ich denke mal, oder? Machen wir es einfach mal. Ach du Scheiße. Haben sie uns schon gesehen? Ja, gehört hast du mich, aber gesehen habe ich gerade gefragt. So, Shotgun Time. Yeah, Triple Kill. Okay, und auf jeden Fall hatte ich die dann angeschrieben mit Hi, wann kommst du? Oder eher gesagt, kommst du dann mal? Und ich wusste vorher nicht, dass es eine andere Person ist. Und dann hat sie mir so geschrieben, wohin denn? Ja, und dann habe ich das erstmal gerafft. Mein Kumpel meinte, also er hat es mir auch gesagt. Ja, na klar. Oh, nice pass. Auf jeden Fall. Hat er mir das dann erklärt, dass es nicht er ist, der mir geschrieben hat. Und dann haben wir rausgefunden, dass es eine Frau ist. Und das war ziemlich lustig. Wir haben sie dann ein bisschen verarscht mit, ja hier, ich bin noch Dirty Boy 91 von der und der Website. War auf jeden Fall alles ziemlich lustig. Oh, wir bekommen eine neue Fähigkeit. Oh, geilo. Octopus. Wir werden zu Octopussy. Warum muss das eigentlich immer so eklig aussehen? Full Punishment hier. Sah auf jeden Fall schon mal lustig aus, aber ich mach voll Bock, das auszuprobieren. Ja, ich stehe doch Schmiere. Ganz ruhig, Babe.
Wir packen das schon. Fertig. Ja. Was haben wir denn da? Ein Urlaufwerk? Was? Was ist denn los? Bleib doch mal ruhig. Easy going. Oh, ich glaube, ja, komm. Sniper Action hier. Wow. Oh mein Gott. Diese Schlampe. Oh mein Gott. Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Oh, ach so, wir gehören zu ihr. Okay, na. Ja. Das muss man erstmal wissen. Okay, let's snipe. Headshot. Das nenne ich mal einen gelungenen Kill. Oh, das ist ein Geschütz. Oh. Bin es eigentlich gewöhnt, mit rechter Taste anzuvisieren. Und nicht mit V. Wasser dürfte doch... Ach, okay. Tja, hat sie mal ein bisschen Mana für mich hier? Ja, komm her, hier. Los, hä? Challenge me. Challenge me, Bro. Ja, klar. Auf die habe ich doch gewartet. Testen wir das gleich mal aus hier. Oh. Nice. Ah, das... Oh, warum bin ich so schnell? Ach, das ist unsere Fähigkeit. Ah, okay, die ist ja echt episch. Jetzt kann ich mich erinnern. Ja, die Fähigkeit, die hatten wir ja damals mal hinzugefügt gehabt. Ach so. Hey, wo willst du denn hin? Guck mal hier. Ich habe nicht mal wirklich getroffen, so sah das aus. Aber egal. Ja, das ist der Vorteil von der Shotgun. Wenn man so eine große Streuung hat und die dann schon so aufgepowert ist, da kann man auch mal failen im Aim. Ich glaube, ich mache hier gleich ein paar Montage-Clips oder so. Scherz. Hatten wir ja letztens schon. Ah ja, wir können den Transformer. Na dann Transformer. Beziehungsweise Transformator, Transformer, wie auch immer. ja. Oh, und no scope. Ja, irgendwie macht das gerade ziemlich Bock. Hey, da kommen wir. Oh, was zur Hölle? Was zur Hölle? Haben wir hier einen Endgegner? Ich will mich gar nicht umdrehen. Was ist der fett? Ist der fett? Und was war das? Was war das? Da stand... Wow. Irgendwas mit Laden. Ach du Scheiße. Ich glaube, das geht nicht gut, Leute. Ja, Transformator, mach doch mal was hier. Transformiere dich in irgendwas. Oh, Alter. Das Ding geht ab, ey. Oh. Ah, okay. Wir sollten in der Nähe des Transformators bleiben, weil der macht den ein bisschen stribbig die Strom an. Ja, komm her, ne? Ah, okay. Traust dich nicht hier ran, oder wie? Oh. Okay, du traust dich doch, ja. Du bist cool. Ja, komm mal her. Meine Fähigkeiten wirken nicht bei dem. Glaubst du das oder weißt du es? Weil, guck mal hier. Wo bist denn du? Wo ist denn der andere Typ, der die ganze Zeit hier redet? Hier redet doch irgendwie einer. Hallo. Nimm. Jetzt habe ich auch noch die falsche Waffe weg. Ich kann nicht springen. Ja, mal voll intens die Scheiße. Ja, gleich haben wir dich. So, hasta la vista,
Oh. Oh, na, die kommen aber zeitig. So, jetzt machen wir noch den Rest hier fertig. So, hier hat doch noch jemand geschossen. Ha, wieder angenehm, wie meine WASD-Tasten warm werden. Weil ich glaube, der Prozessor liegt direkt darunter und da habe ich natürlich... Ich meine, der Lüfter ist nicht schlecht, aber bei so einem Spiel wird... Ach, es könnte auch sein, dass die Grafikkarte direkt darunter liegt, weil... Von wo? Ah, weil die Grafikkarte, die wird ziemlich beansprucht bei dem Spiel, weil das ist ja alles hier optimiert. Ach so, okay. Das ist ein Kind. Wir müssen handeln. Ja. Wir müssen da rein. Ja. Na los. Hamburger, wir müssen was tun. Heb mich hoch. Wir müssen da rein. Okay. Didi, didi. Hey Lady. What's up? Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man sich... Tja, ist wohl nicht so gelaufen, wie es sollte, ne? Oh mein Gott. Ihr. Elizabeth. Liegt doch in der Familie. Ja. Komm hier. Wow, wow, hey, hey, sachte. Sachte mit der Schere. Oh, sachte, sachte. Ich wollte dich nur trösten. Ja. Ja. Ja, wo, was? Sie rennt jetzt schon wieder weg. Dann verfolgen wir sie einfach mal. Ach, wir haben jetzt unser Flugzeug. Ja, das ist doch mal praktisch. Klopf, klopf. Hör zu, ich denke, du solltest mit mir reden. Ja, dann klopfen wir einfach nochmal an. Ich kenne das. Ja, irgendwann wird sie schon aufmachen. Ja, okay. Okay, dreimal ist genug. Oh, dann hoffe ich, euch hat's gefallen. Und dann sehen wir uns einfach mal in der nächsten Episode, wenn's, wenn ihr wollt, dann abonniert mich doch einfach mal, guckt euch ein paar von meinen anderen Videos an. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Reingehauen!